Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Januar für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck die Karte das Gericht, Löwe. Das Gericht spricht auch über eine Wahrheit, ne? Eine Wahrheit, die ans Licht kommt, eine Situation, die man erfährt, spricht auch für Kommunikation. Also die Karte das Gericht kann natürlich über eine juristische Sache reden, die man offen hat. Irgendeine juristische Situation, ja. Es ist verschieden. Es kann mit der Arbeit zu tun haben, mit einer familiären Situation zu tun haben. Auf jeden Fall etwas, was noch offen ist. Ja, und diese wichtige großen Arkana zeigt sich hier für dich. Löwe, ich muss dir aber auch sagen, auf dem Tisch habe ich sehr viele große Arkana, ja. Also viele große Arkana auf dem Tisch. Also so ungefähr jetzt, wir reden nicht über eine Routine, ja, ist eine Situation, die auch sehr viel mit Zeit verbunden ist. Und das ist hier keine Routine, das ist eine wichtige Energie, was wir hier auf dem Tisch haben. Die Karte das Gericht, wie gesagt, redet auch über Klarheit. Man bekommt Licht und Klarheit in einer Situation. Ja, sei es, weil das durch eine Kommunikation kommt, was wir schon vielleicht erwarten oder weil, wie gesagt, weil man erfährt hier etwas, etwas kommt ans Licht, man, also so eine Situation. Ja, also spricht für viel Klarheit. Diese Karte natürlich hat auch mit ein neues Erwachen zu tun, ja. Ein neues Erwachen. Wir schauen jetzt weiter, Löwe, was das hier für dich heißen kann, ja. Ja. Ich sehe hier Geld, was kommt. Entweder weil du Geld bekommst, Geld, was du erwartest. Wir haben ja hier über eine juristische Situation gesprochen bei dir. Ja, und dass du vielleicht doch auf Geld wartest. Wir reden hier schon über eine positive Kombination von Karten, ja. Also da, die Energie, die Kombination ist positiv. Und ja, ich muss dir tatsächlich sagen, ich sehe hier Geld, Geld, was kommt. Geld, was dir zusteht, was du bekommen sollst. Ja? Schauen wir jetzt weiter, Löwe. Die Energie ist natürlich interessant, ja? Wir schauen jetzt weiter. Sternzeichen Zwilling ist bei dir sehr, sehr präsent auf dem Tisch. Schau mal, vierte Kerlchen. Vielleicht hat man schon sehr lang gewartet auf diese Situation jetzt, Löwe. Man wartet schon sehr lang über eine bestimmte Kommunikation, auf eine Kommunikation. Schau mal bitte jetzt, Löwe, in der Mitte als Thema die Karte die Liebenden.
Und das ist natürlich eine starke Energie gerade bei dir. Ich habe dir gesagt, wir haben viele große Arkane bei dir. Und das ist tatsächlich so. Also die Energie für Januar ist das Gericht und in der Mitte als Thema die Karte die Liebenden. Das hier spricht natürlich über eine starke Energie, also eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss oder möchte. Ja. Eine Kommunikation von einer wichtigen Person für dich. Einer Person, also ich spüre hier Liebe, die Liebe, du bist verliebt, diese andere Person ist auch verliebt. Einer Person, die eine Kommunikation macht. Einen Anruf, du bekommst im Januar einen Anruf von einer wichtigen Person für dich. Kommunikation ist hier sehr wichtig im Monat Januar, die Kommunikation. Beide Karten haben mit Kommunikation zu tun. Löwe, ich sehe hier eine wichtige Entscheidung, ja? Eine sehr wichtige Entscheidung. Und das kann, wie gesagt, mit deinem Wunschpartner zu tun haben, mit deinem Ehemann, Ehefrau zu tun haben, wenn du verheiratet bist, in einer Beziehung bist. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja, es gibt schon hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Schau mal, die Karte, die diese hier kreuzt, ist ein Ritter der Schwerter. Das hat auch wieder mit Kommunikation zu tun. Aber auch mit einer Handlung, ja. Diese Handlung hier ist ja in eine Blockade jetzt gewesen, Löwe. Also, dass man hier einen Schritt nach vorne machen möchte, aber das noch nicht möglich ist, ist in eine Blockade diese Energie. Nochmals Luftelement, Löwe. Luftelement nochmals hier. Sternzeichen Zwilling, sehr präsent bei dir. Aber Skorpion, Jungfrau. Stier, Waage, Steinbock, Schütze. Sternzeichen Waage auf den Würfeln, Sternzeichen Waage. Also Löwe, ich spüre hier eine sehr leidenschaftliche Energie. Das muss ich dir tatsächlich sagen, weil so zeigt sich auch die Energie. Sehr leidenschaftlich. Ich sehe hier eine Person, die verliebt ist. Und ich könnte sagen, zwei Personen, die gegenseitig verliebt sind, das könnte man auch sehen, dass das hier gegenseitig ist und nicht einseitig. Aber irgendwie, Löwe, ich sehe auch eine komplizierte Situation, was vielleicht auch mit einer dritten Person zu tun haben kann. Dass jemand hier in einer Beziehung ist, verheiratet ist. Augenblick bitte. Sternzeichen Skorpion ist auch sehr präsent. Nochmals der Magier. Du glaubst es wohl nicht, oder? Der Magier zeigt sich oft das. Zeige ich es dir hier. Der Magier zeigt sich oft das. Also so ungefähr, Sternzeichen Zwilling ist tatsächlich hier bei dir zu sehen. Sternzeichen Zwilling, ja. Jungfrau nämlich auch. Der Magier auch. Tja. Tja. Das ist nämlich so, ich spüre hier, also der Herrscher, du siehst ja Sternzeichen Steinbock, sehr stark bei dir, Steinbock, Stier, Jungfrau, Sternzeichen wieder. Also ich spüre hier eine Person, die verheiratet ist. Und bei dir eine Kommunikation macht. Also ich sehe eine Person, die dich anruft im Monat Januar. Diese Person war vielleicht bis jetzt in eine Beziehung. Eine Person, die verheiratet war. Du hast irgendetwas mit dieser Person gehabt. Ich sehe hier einen Chef oder eine Chefin. Ich sehe eine Person hier, die eine Entscheidung trifft.
Augenblick bitte. Die Karten wiederholen sich bei dir. Viele Karten wiederholen sich. Zehn der Kelchen. Es gibt eine Veränderung in deiner Energie. Zehn der Kelchen, zehn der Münzen, der König der Münzen. Wir sehen hier eine familiäre Situation. Sogar eine Situation, was mit einem Erbe zu tun hat. Das haben wir bei dir schon mal gehabt, Löwe. Und irgendwie, diese Energie zeigt sich oft das bei dir. Ja? Eine Situation, was mit der Familie ist, was mit Geld zu tun hat und irgendwie sogar ein Eigentum. Also könnte man denken auch, dass wir hier auch mit einem Eigentum zu tun haben. Und irgendwie, das sieht man auch. Ja? Das sieht man auch. Deswegen, also Löwe, tatsächlich, diese Energie spricht sehr viel für Januar, dass man hier eine Veränderung in dieser Situation sieht. Ich spüre hier doch eine Veränderung, eine wichtige Kommunikation und irgendwie was mit Geld doch zu tun hat. Ja? Schau mal bitte jetzt. Die Karte, die Liebenden. Erste Münzen und fünfte Münzen. Ja, ich meine, was ich auch sehe, ist eine Person, die eine Situation verlässt. Ja? Eine Person verlässt eine Situation oder verlässt eine Person. Wir haben ja bei dir gesagt, dass wir hier eine Person sehen, die vielleicht in einer familiären Situation sich noch war, ja, und es kommt hier eine Veränderung. Warum sage ich das? Weil das sehe ich nämlich hier auch. Ich sehe eine klare Veränderung bei dir, Löwe, in deine Finanzen, nämlich auch. Also deine finanzielle Situation verbessert sich hier sehr stark. Es gibt eine klare Veränderung in deine Finanzen, im positiven Sinnen. Natürlich sehe ich hier auch eine Person, die eine Entscheidung trifft und was Neues anfangen möchte. Einen neuen Kompromiss oder irgendeinen neuen Vertrag ist hier zu sehen. Ich spüre hier eine wichtige Situation bei dir, Löwe, mit diesen Ass der Münzen. Interessant ist, dass Ass der Münzen bei dir in der Mitte sich zweimal zeigt. Zeige ich dir gleich. Ass der Münzen spricht über nochmals einen neuen Vertrag, was du unterschreibst. Hat das hier doch mit einem Eigentum zu tun, dass du ein Haus kaufst? Möchtest du ein Haus kaufen? Einen Eigentum kaufen, eine andere Wohnung, möchtest du doch irgendwie, so eine Situation gibt es hier, dass man einen Eigentum kaufen möchte? Du verkaufst oder du verkaufst dein Haus, deine Wohnung, um einen neuen Eigentum zu kaufen. Zum Beispiel, ich verkaufe mein Haus, da wo ich bin, und ich kaufe mir was anderes. Ich kaufe mir tatsächlich was anderes, was ein neues Haus. Ich sehe hier eine wichtige Entscheidung bei dir im Monat Januar, Löwe, ja? Ich sehe eine wichtige Entscheidung. Und nein, es muss nicht immer unbedingt mit einer Person zu tun haben. Denn die Finanzen sehe ich bei dir. Ich sehe die Finanzen. Aber die Situation ist wichtig. Mit dieser Karte, die Liebenden, mir sagt diese Karte, dass diese Situation bei dir wichtig ist. Und das hat hier mit deiner Existenz zu tun. Für dich ist tatsächlich wichtig, das hier. Ich habe auch viele große Arkane auf dem Tisch. Ich sehe schon hier das Gefühl von Eigentum. Ja? Und das ist sehr stark bei dir zu spüren. Eigentum. Ja? Und dass du mit diesem Geld was Großes kaufst. Du kaufst ja etwas.
Ich denke, ich rede wieder über einen Eigentum. Die Energie ist sehr positiv bei dir, Löwe. Ich muss dir tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was das so genau für dich, für deine Situation ist. Aber ich sage dir, dass diese Energie für den Monat Januar sehr positiv ist. Schau mal, in der Blockade hat es diesen Ritter der Schwerter, sieben der Stäbe und Ass der Münzen. Also Löwe, schau mal bitte jetzt hier. Ass der Münzen zeigt sich bei dir zweimal in der Mitte als Thema für den Monat Januar. Also es ist nicht, dass ich intensiv bin oder intensiv werde, sondern deine Energie ist tatsächlich intensiv. Ich rede hier schon über Reichtum. Ja, diesen Reichtum, es kann nochmals mit einem Eigentum zu tun haben. Dass du was kaufst, dass du einen Verkauf, einen Kauf machst. Und ich denke, das hat mit einem Eigentum zu tun. In manchen Fällen, diese Situation war bei dir blockiert. Das war nämlich da, aber du weißt das Typische. Man weiß nicht sicher, das ist halt da. Wir schauen mal, ja, wie es wird. Aber ich spüre hier, dass du im Januar hier doch eine wichtige Kommunikation bekommst. Zum Beispiel, man ruft dich an und man sagt ja, schau mal, dein Haus wird jetzt verkauft. Oder dass du einen Anruf bekommst und sagst, ja, wir verkaufen dir das Haus. Also du bekommst das Haus. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich sehe hier Geld. Geld, was du bekommst. Geld, was du ausgibst für einen großen Verkauf hier. Starke Energie, Löwe. Starke Energie. Im Monat Januar hast du eine wichtige Entscheidung zu treffen hier. Das ist hier eine wichtige Entscheidung bei dir, weil das wird für deine Zukunft sehr, sehr wichtig werden. Schau mal in deinem Bewusstsein. Die Karte der Teufel, die Karte der König der Münzen. Also du hast Steinbock sehr stark bei dir. Nicht nur, aber ich meine, in dem Fall ist Steinbock, ja. Und einen Ritter der Stäbe. Ich spüre sehr viel Reichtum hier, habe ich dir ja gesagt. Diese Kombination verbinde ich mit der Vergangenheit. Ich denke, wir reden hier über eine Handlung, ja, was mit Geld zu tun hat, mit deinen Finanzen zu tun hat. Und diese Handlung, die ich hier sehe, ist eigentlich sehr positiv. Denn wenn ich hier zum Beispiel jetzt der König der Münzen und der Teufel, sprichst ja auch Sternzeichen Steinbock, ja, gut und schön, aber die Sache ist, ich spüre hier sehr viel Geld. Denn der Teufel verstärkt das Materielle in dem König der Münzen. Ich sehe eine Person hier, der finanziell sehr gut dasteht. Ja, eine Person, die finanziell sehr gut dasteht. Nochmals Erdelement. Ich spüre hier eine sehr viel Leidenschaft in dieser Situation, in dieser Energie. Man spürt schon sehr viel Leidenschaft, aber sehr viel Reichhaltigkeit auch. Ja? Was ich auch hier sehe, Löwe. Und das spricht vielleicht für drei Personen, ja, für drei Personen. Aber ich sehe eine Person, die in einer Beziehung war, verheiratet war, du mit dieser Person ein Verhältnis hattest oder sonst andersrum, dass du die Person bist, die verheiratet ist und mit einer Person ein Verhältnis hattest. Ich spüre hier eine Person, die eine Situation verlässt, und das kann natürlich mit einer familiären Situation zu tun haben, und was Neues anfangen möchte. Das habe ich dir nämlich hier auch gesagt. Ich sehe eine Person hier,
die auszieht, also ich ziehe um. Ich verlasse eine Person, die Mutter oder der Vater meiner Kinder. Ich verlasse die Person und ich fange was Neues an. Der König der Münzen zeigt sich bei dir oft das. Stier, Steinbock, Jungfrau. Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Tatsächlich. Ich wiederhole es, weil die Energie ist ziemlich stark. Der Teufel zeigt sich hier. Und der Teufel zeigt sich hier. Also Steinbock ist natürlich extrem zu spüren hier. Steinbock. Aber ja, Stier, Jungfrau nämlich auch. Ja, wie gesagt, also irgendeine toxische Situation sieht man hier, Löwe. Was das natürlich auch ist, weil ich meine, die Energie, die Karten können viele Sachen sagen, ja. Die Möglichkeit besteht ja, dass man verschiedene Bedeutungen oder ja, deuten kann. Schau mal bitte jetzt in deine Bewusstsein, habe ich die Mäßigkeit? Die Karte der Tod und fünf der Stäbe. Also eine Person ist hier gestorben. Wir reden hier über einen Verlust in der Familie vielleicht. Das ist bereits geschehen, Löwe. Also ich rede nicht, dass das geschehen wird, sondern ich sehe bereits diese Person, die schon gestorben ist. Zeigt sich nämlich hier die Mäßigkeit und der Tod. Das ist sehr, sehr deutlich. Wir reden hier über einen Engel, einer Person, die schon gestorben ist. Ein Schutzengel ist hier. Wir reden natürlich auch hier über eine Person, die eine Situation beendet. Ja? Ich beende eine Situation. Eine Person macht eine wichtige Kommunikation bei dir, Löwe, im Monat Januar. Und es ist egal, wie ich mir die Sache hier anschaue. Ich muss dir wirklich sagen, Löwe, diese Energie, die ich für dich spüre hier, ist sehr wichtig. Ist wichtig. Das wirst du möglicherweise im Monat Januar erleben und spüren erst. Weil sehr wahrscheinlich, gerade jetzt, wenn ich dir das sage, du kannst das nicht hier schätzen. Aber ich schon. Ich kann dir sagen, dass die Energie, die ich hier spüre, wird wichtig für dich werden. Für deine Zukunft, für das Jahr 2024 wird das wichtig hier sein. Löwe, du hast einen Schutzengel. Das ist hier eine Person, die eigentlich von deiner Familie ist, es kann ein Vater sein, eine Mutter sein, eine Person, die nicht mehr in diesem Leben ist, eine Person, die einen Schutzengel, ich sehe hier einen Schutzengel, eine Person, die dich beschützt. Ich sehe eine Person, die gestorben ist und das ist sicher hier. Es ist sicher. Möglicherweise weißt du schon, über welche Person ich rede, ja? Sternzeichen Skorpion, sehr stark bei dir, Skorpion, Schütze, Steinbock, wie ich dir gesagt habe, Löwe wie du, Sternzeichen Löwe. Ich spüre nochmals eine ziemlich wichtige Kommunikation im Monat Januar für dich. Eine Person wird dir eine wichtige Information, Kommunikation machen, die für dich wirklich sehr wichtig sein wird. Ja, ich rede über eine starke Energie, Löwe. Das ist eine starke Energie. Schau mal bitte jetzt. In deine Vergangenheit, achte Schwerter, die Mäßigkeit nochmals und der Stern. Also, die Mäßigkeit und der Stern. Wir reden hier über eine Heilung. Ja? Eine Person, die vielleicht zum Beispiel, eine Person, die in einer Klinik war, eine Heilung machen musste, eine Entgiftung machen musste. Du siehst ja, beide Personen hier haben mit Wasser zu tun.
Sternzeichen Wassermann, Schütze, Fische. Ich spüre hier eine Person, die nochmals eine Heilung, eine Befreiung macht, sehr wahrscheinlich hier. Denn achte Schwerter ist eine Karte, die mehr für eine Person spricht, die sich wie gefangen fühlt. Ich fühle mich wie gefangen, ich bin blockiert, ich kann mich nicht bewegen. Das ist die Energie, die ich hier spüre bei dir in der Vergangenheit. Dass man sich hier nicht befreien kann, nicht bewegen kann. Aber das ist, das ändert sich. Das Universum ist bei dir. Das Universum ist auf deiner Seite. Du hast einen Schutzengel bei dir. Ich rede die ganze Zeit über eine wichtige Kommunikation und ich rede schon hier über eine Befreiung. Löwe, was das hier ist, kannst du mir bitte ja gerne sagen, wenn es soweit ist. Ne? Weil die Energie ist ziemlich wichtig für dich. Das ist ziemlich wichtig. Ich habe wichtige, große Arkane, sehr wichtige, große Arkane auf dem Tisch. Deswegen sage ich, vielleicht weißt du heute nicht, was das für dich sein wird. Weil ich habe viele große Arkane. Und das, was ich meine, ist deswegen, weil die Energie zeigt sich wichtig für dich. Ich spüre eine Befreiung, tatsächlich. Ja. Ich spüre schon eine Befreiung. Ja. Also zum Beispiel ein Gefühl von, ich gehe von einer Situation raus. Also ich gehe von einer Komfortzone raus, ich bekomme ja Klarheit und Licht, ich befreie mich, ich bekomme ein neues Erwachen, eine neue Mentalität ist da, ich habe Licht und Klarheit und ich spüre hier eine Befreiung. Das ist, was ich hier spüre. Eine Befreiung. Ein Loslassen, eine Heilung, eine Entgiftung. Ich spüre hier viele Dinge. Aber die Energie, Löwe, die Energie für dich ist ja, extrem positiv. Kompliziert, das sage ich nicht, nein. Also die Energie ist nicht unbedingt einfach. Ich habe zweimal die Mäßigkeit, die Karte der Tod, die Liebenden, die Karte der Teufel. Ich meine, die Energie ist nicht einfach, die ich hier auf dem Tisch habe. Leicht ist das hier nicht. Ich spüre schon eine komplizierte Sache bei dir, Löwe. Das muss ich schon sagen. Aber etwas wird hier kommen. Also schau mal bitte jetzt. In deine Zukunft, der Hierophant, die Königin der Schwerter und 10 der Münzen. Löwe, ich sehe hier eine Scheidung, eine Trennung. Und wenn du mir sagst, nein, das spricht nicht für mich, dann ist tatsächlich nicht für dich. Weil nicht, weil das hier jetzt sich zeigt, spricht für dich. Wenn du nicht in Resonanz kommst, weil du glücklich verheiratet bist, spricht ja nicht für dich. Unmöglich. Das spricht für die Menschen, die doch in Resonanz kommen. Ich habe hier eine Scheidung, eine Trennung. Oder ich habe hier eine Person, die in eine Scheidung, eine Trennung ist. Weil, vielleicht spricht das nicht direkt für deine Energie, sondern du hast mit einer Person zu tun, die in so einer Situation ist. Und das spricht hier über eine Scheidung natürlich. Eine Trennung, ja. Ich sehe dieses Gefühl von einer dritten Person. Das sieht man natürlich auch hier. Aber eine dritte Person? Ja, eine dritte Person. Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, darüber habe ich ganz am Anfang auch gesprochen. Wir reden hier über Veränderungen, Löwe. Das Wort wäre Veränderungen. Weil der Hierophant Nummer 5 deutet auch auf Veränderungen. Die Nummer 10 nämlich auch. Und die Königin der Schwerter macht klare Veränderungen. Also ich spüre hier bei in deiner Energie irgendwie Veränderungen. Und das hat hier mit einer bestimmten Person zu tun.
Wichtig wird es sein, diese Kommunikation, die du im Monat Januar bekommst. Das wird wichtig für dich sein. Ich habe nämlich das Gericht und der Chirophant und 10 Münzen. Also das ist der Vater oder die Mutter deiner Kinder. Oder eine Person, die Familie hat. Ja, eine Person, die Familie hat. Ich spüre hier diese Situation. Ich spüre hier diese Situation. Ich könnte hier den Fall haben, dass eine Person einen Schluss macht und man fängt hier was Neues an, was Ernstes. Ich sehe hier eine ernste Beziehung. Der Hierophant spricht über ernste Beziehungen. Ja? Ernste Kompromisse. Das ist, was ich hier sehe. Ernste Kompromisse. Ernste Kompromisse. Überall bei dir sehe ich Kommunikation. Löwe, überall sieht man bei dir Kommunikation. Also das spricht für Kommunikation. Das hier, überall ist hier Kommunikation. Also irgendwie sag mir, dass diese Legung für dich wichtig sein wird im Monat Januar. Und ja, Familie sieht man hier nämlich. Ja? Ich sehe hier Familie. Kinder, also irgendwie gibt es hier schon diese familiäre Situation. Ja, eine Person, die verheiratet ist, eine Person, die Verantwortungen hat und so weiter. Solche Situationen könnte man hier sehen. Die Veränderungen sind da. Löwe. Löwe, das kann hier mit deiner eigenen Mutter zu tun haben, mit deinem eigenen Vater. Konflikte, die man mit deiner Mutter, mit deinem Vater hast. Irgendwie Konflikte, die da sind. Ja? Ich spüre hier sogar eine Versöhnung in manchen Fällen. Eine Person, die dich anrufen wird und sich mit dir versöhnen möchte. Das kann jemand von deiner Familie sein. Eine Schwester, einen Bruder. Die Schwiegermutter, deine Mutter, Vater, du verstehst ja, was ich meine, ja? Also die Familie ist hier, diese Verbindung zu der Familie ist da und ich spüre schon ein Gefühl von einer wichtigen Kommunikation vom Herz zu Herz, von einer Person, die sich sogar vielleicht entschuldigen möchte, sich versöhnen möchte, es wieder gut machen will. Die Gespräche sind ja da, Löwe. Also egal, wie ich mir die Sache hier anschaue, die Gespräche sind ja da. Und das hat mit der Familie zu tun. Und das ist auch sicher. Ja, das ist schon mal sicher. Das ist die Familie. Irgendwie deine direkte Familie, wie gesagt, ja. Also nur du weißt, wie deine Situation ist. So wie deine Situation ist, musst du dir die Energie anpassen können. Oder vielleicht gar nicht. Aber wie gesagt, ja, weil ich kenne ja deine Situation nicht. Aber ich sehe hier schon eine wichtige Sache. Es ist eine wichtige Situation hier. Es ist schon wichtig, ja. Und irgendwie, man versucht hier auch einen Balance zu finden. Ich spüre irgendeine karmische Situation hier. Das muss ich dir aber auch sagen. Das muss ich dir schon sagen. Ich spüre einen Verlust in der Familie. Das hatte ich auch bei Sternzeichen Skorpion gesagt, glaube ich, irgendwann, oder? Und Schütze. Schütze oder Skorpion. Dass man hier vielleicht eine Verbindung hat mit Sternzeichen Schütze. Wassermann, Fische, Skorpion, Löwe, wie du, Zwilling, Steinbock, Stier, Jungfrau natürlich. Schau mal bitte jetzt, Löwe, in deine Gefühle, 6. Kerlchen, 5. Kerlchen und 8. Schwerter. Also du siehst ja, wir reden hier über eine Nostalgie für das, was mal war.
Das kann natürlich mit einer Person zu tun haben. Ja, ich vermisse eine Person. Ich denke sehr viel an eine Person. Es gibt hier eine wichtige Seelenverbindung mit dieser Person. Muss nicht mal ein Wunschpartner sein. Kann natürlich auch, aber es kann sogar ein Kind von dir sein, einen Geschwister, jemand von der Familie. Also so ungefähr eine Person bereut hier eine Situation. In deine Gefühle spürt man hier irgendwie ein Gefühl von Traurigkeit, von Nostalgie. Gedanken über die Emotionen sind hier sehr emotionell, was ich hier habe. Ja, und nochmals, Löwe, über einen Verlust reden wir ja. Ja, also das ist fast deutlich hier bei dir. Und vielleicht sagst du mir, also bei mir ist das nicht, ja, aber ich spüre hier sehr stark einer Person der Familie, die nicht mehr da ist, ja, und dass man, ja, die Gefühle, die Gedanken sind da, die Erinnerungen überhaupt. Das ist bei dir hier. Die Erinnerungen über eine bestimmte Person, die wichtig für dich ist. Wo bereits einen Schluss gab oder da ist hier einen Schluss irgendwie, aber die Gefühle, die Erinnerungen sind da. Ja? Schau mal bitte, was du von außen ansiehst. Drei der Stäbe. Achte Schwerter und die Karte der Tod. Sternzeichen Skorpion zeigt sich bei dir schon sehr viel auch, ja. Ich spüre nochmals hier die Gedanken über eine Person, die nicht bei dir ist. Eine Person, die nicht in deiner Stadt lebt. Ich kann hier nochmals Löwe mit einem Kind zu tun haben. Ein Kind von dir, das nicht bei dir ist. Oder einen Geschwister. Oder eine Person, wo du an der du sehr viel denkst. Du denkst sehr viel an diese Person. Es gab einen Schluss da mit dieser Person. Und für eine Gruppe von Sternzeichen Löwe ist schon ein Kind, ja? Entschuldigung, meine Pause. Also tatsächlich, Löwe, ich denke, wir reden hier über eine familiäre Situation sogar, die dich vielleicht belastet ein bisschen. Ne? Diese Erinnerungen über eine Person, die nicht mal einen Wunschpartner für dich sein muss. Nochmals, ich spüre hier die Familie sehr stark bei dir. Diese Situation belastet dich schon. Also die Erinnerungen sind da und das irgendwie tut weh, tatsächlich, oder? Also das ist hier schmerzhaft, das tut weh. Das Gefühl ist, man... Diese Person schaut in den Horizont und denkt nach. Es gibt hier eine Person, die Gedanken sind hier, die Pläne sind aber da. Und nochmals eine Situation, die mich blockiert, ist hier. So ungefähr, ich möchte da weg, ich möchte raus, aber es gibt hier eine Situation, die mich blockiert. Ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich blockiert. Interessant, diese Energie, glaube ich, hatte auch bei Sternzeichen Waage, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Sternzeichen Waage war oder jetzt Jungfrau. Ich denke Jungfrau. Jungfrau hatte die gleiche Energie hier wie du. Achte Schwerter. Ja. Ja, das Gefühl ist, ich möchte schon, das wäre eine Befreiung, wie ich es dir vorher gesagt habe.
Ich zeige dir gleich, was ich hier habe, Löwe, damit du verstehst auch, was ich gerade denke. Ja, ich zeige es dir gleich. Schau mal, ich habe hier eine Königin der Münzen. Der König der Münzen ist ja da. Du siehst ja, Königin und König der Münzen. Ich sehe hier einen Ehepaar, begleitet mit zwei der Kelche und acht der Münzen. Ich sehe eine wichtige Seelenverbindung hier, Löwe. Es gibt schon eine wichtige Seelenverbindung. Tatsächlich, eine Person beobachtet auch, eine Person schaut sich Fotos an. Also ich schaue mir die Fotos an von dieser Person. Ja, es gibt keine Person, die sich mit dir vergleichen kann. Also diese Person hat keine Person wie du gefunden. Also du bist für diese Person bist du ja einmalig. Ja, also es gibt keine andere Person, die sich mit dir vergleichen kann. So denkt hier eine Person. Eine Person beobachtet dich, schaut sich deine Fotos an. Ja. Aber Löwe, das Gefühl hier in dieser Legung, ja, dass man hier über Familie spricht oder irgendwie hier eine Langzeitbeziehung hier ist, ist schon zu spüren. Aber das ist sicher. Oder dass man mit so einer Person zu tun hat, weil die Energie hier ist sicher. Ja, in manchen Fällen nochmals. Das ist die Familie, zum Beispiel deinen Vater, deine Mutter, Ehemann, Ehefrau, die sich mit dir entschuldigen möchte oder wieder versöhnen möchte. Ja? Dass man hier eine wichtige Entscheidung zu treffen hat. Jemand hat hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Weil das kann auch für die Cross Watchers reden, ja? Schau mal als Ergebnis. Die Herrscherin. Sechs der Münzen und Ass der Stäbe. Ich sehe eine Leidenschaft hier, eine neue Leidenschaft, eine neue Person. Ich sehe schon Zwillingsflamme hier. Die Energie zeigt sich sehr stark. Sechs der Münzen zeigt sich oft das. Zweimal sechs der Münzen. Deswegen sage ich, also ich spüre diese Energie von, also ich bin schon verliebt, ich bin verliebt in dir. Ich habe, also du bist die Person, die ich mir wünsche. Aber jemand ist hier noch in einer Beziehung. Eine Person kann von sich selbst nicht alles geben, weil in einer Beziehung ist. Oder ist noch in so einer Situation. Ich spüre sehr viel Leidenschaft in deiner Energie, Löwe. Ich sehe eine sehr hübsche Person hier, eine liebe Person, eine Person, die von sich alles gibt. Ja, ich sehe hier die Herrscherin. Die Herrscherin braucht ja auch niemand eigentlich. Die Herrscherin ist vollkommen. Ich habe hier die Herrscherin und der Herrscher. Ich sehe hier Zwillingsflamme bei dir, Löwe. Zwillingsflamme. Aber nochmals, das Gefühl wäre hier, eine Person ist noch in einer familiären Situation. Das wäre das Gefühl, was ich hier habe. Die Familie ist hier. Löwe, diese Energie. Ass der Stäbe, die Herrscherin und sechs der Münzen ist eine sehr positive Energie. Ja? Ich sehe viel, viel Reichtum hier zu spüren. Und nochmals, eine neue Flamme ist hier, eine neue Leidenschaft. Ass der Stäbe deutet über eine neue Situation hier. Ja. Und ja, sogar auch mit dieser Versöhnung, was ich dir gesagt habe. Eine Person, die sich versöhnen möchte hier, Löwe. Schau mal bitte jetzt.
Von diesem Orakel kam für dich nämlich diese Karte. Ja? Die Klinge. Die Karte heißt die Klinge. Ich lese diese Karte für dich vor, ja? Die Karte lädt dich ein, deine Klinge zu ziehen und sie zu benutzen. Verzögerungen, Unnötiges um den Brei herumreden oder Versuche, dem Unvermeidlichen zu entgehen, bringen nichts. Himmel und Erde gemeinsam unterstützen deine Machtansprüche, also geh mit Entschiedenheit vor. Überwinde deine Angst, andere zu verletzen. Ziehe deine Klinge und mach weise von ihr Gebrauch. Es ist höchste Zeit, das Schwert abzulegen und in die Scheide zurückzuschieben. Stell deine Klinge bloß nicht in den Dienst toxischer Emotionen, denn das würde alles nur noch schlimmer machen. Lass die Klinge liegen, bis sich dein inneres Feuer gelegt hat. Anschließend setzt du sie in der unzweideutigen Absicht ein, deine energetischen Verbindungen mit dem aktuellen Drama zu zertrennen. Befreie dich. Das ist, was die Karte sagt. Löwe, befreie dich. Ja? Nummer 6. Und die Nummer 6 spricht auch für die Karte die Liebenden, die Karte, die in der Mitte ist als Thema für dich. Die Karte die Liebenden ist eine Karte, die sehr viel mit Chaos verbunden ist. Chaos, weil wir in einer familiären Situation sind. Und die Klinge sagt dir, befreie dich. Triff die wichtige Entscheidung, hier hast du schon eine wichtige Entscheidung zu treffen, und befreie dich von diesem Chaos. Ja, interessant. Und hinter dem Deck war die Karte die Krähe Nummer 13. Nummer 13, Sternzeichen Skorpion, haben wir bei dir natürlich auch sehr stark hier. Löwe. Wow, also Löwe, ich glaube, diese Karte, die Klinge, ist schon ziemlich deutlich. Also die Klinge hier ist auch scharf, ne? Also es ist wirklich sehr deutlich, die Botschaft hier. Also treffe eine wichtige Entscheidung hier und habe keine Angst, diese Entscheidung zu treffen, egal wer hier wirklich irgendwie betroffen ist. Tatsächlich, weil das ist wichtig hier. Ich sehe schon Zwillingsflamme bei dir. Löwe, man sieht hier eine neue Flamme für dich, ne? Ich denke, wir reden auch über eine neue Person. Man sagt hier, du solltest schon hier, schau mal, hier sieht man auch diese Klinge, ja? Also diese Person trifft schon Entscheidungen, klare Entscheidungen. Ich spüre hier wichtige Gespräche, Löwe. Wichtige Gespräche, und das hat wirklich mit einer familiären Situation zu tun. Denn etwas Neues zeigt sich hier. Und ich würde sagen schon, dass die Energie positiv ist für dich, Löwe. Wir haben hier viele große Arkane, weil jeder entscheidet anders oder jeder entscheidet in einem anderen Tempo, ne? Wir bewegen uns alle nicht in der gleichen Zeit. Diese Legung kann für dich in Resonanz kommen, wenn du dich in diese Zeit bewegst, ja? Von dieser Energie. Weil deswegen zeigen sich so viele große Arkane. Weil das kann natürlich mit Zeit verbunden sein. Das heißt, manche werden das jetzt im Januar treffen, diese wichtige Entscheidung. Weil für manche heißt das hier eine Scheidung oder eine Trennung. Und wir wissen ja, wie das ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ja? Und das ist, was ich meine. Die Energie zeigt sich einfach so. Die Energie ist hier wichtig, tatsächlich.
Die Energie ist schon wichtig. Ja. Ich habe jetzt Trennung oder Scheidung gesagt als Beispiel, weil das spricht auch nicht für uns allen. Also man sagt hier, es müssen hier jetzt wirklich wichtige Entscheidungen getroffen werden. Egal, was anderen jetzt sagen oder wer sich dagegen stellen möchte, aber es muss jetzt hier eine Befreiung kommen, irgendwie. Löwe, das ist, was ich hier spüre. Ja, also Löwe, für eine Gruppe ist das zum Beispiel jetzt, dass du sagst, ich habe eine neue Arbeit jetzt, mich bei einer Arbeit vorgestellt. Ich werde, ja, ich bekomme diese Arbeit, diese Stelle auf diese Firma, in dieser Firma. Ich bekomme eine Stelle. Und aber ich habe kleinere Kinder und mein Mann oder meine Frau stellt sich dagegen. Zum Beispiel, ich möchte arbeiten. Aber mein Mann sagt, die Kinder sind noch zu klein, ja, also bleib lieber noch zu Hause. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Dass du zum Beispiel sagst, ich möchte aber raus von dieser Komfortzone, ich möchte doch schon mit der Arbeit anfangen, ich möchte mich irgendwie doch ja, mehr frei fühlen. Aber mein Mann sagt, nein, warte lieber, weil die Kinder sind noch zu klein, die sind noch Babys und bleiben noch lieber zu Hause. Obwohl du hier schon eine neue Möglichkeit hast, eine sehr gute neue Möglichkeit hast, was Neues anzufangen. Ja, es zeigt sich hier schon eine neue Flamme für dich. Sehr positiv sogar. Aber dass irgendwie in der Familie jemand sich dagegen stellt. Was ich meine ist nur, für das, was du machen möchtest, gibt es Menschen in der Familie, die dagegen sind und die Energie sagt dir, also befreie dich tatsächlich und warte erstmal ein bisschen, bis alles ein bisschen mehr im Frieden ist und dann treffe doch eine Entscheidung und dann, ja, also. Denn Löwe, diese Energie ist schon sehr positiv für dich. Ja? Ich sehe schon eine wichtige Sache hier. Sehr viel Fruchtbarkeit auch, also viel Fruchtbarkeit, viel Reichtum oder Reichhaltigkeit mit der Herrscherin. Die Herrscherin spricht für eine Person, die schwanger ist. Vielleicht gibt es hier eine Schwangerschaft. Vielleicht will man auch kommunizieren. Schau mal, ich bin schwanger, ich bin wieder schwanger, weil wir haben schon hier eigentlich die Familie, Kinder sind schon da, dass man sagen möchte, schau mal, ich bin wieder nochmals schwanger. Aber Löwe ist bei dir eine sehr wichtige Energie. Ich würde sogar sagen, eine wichtige Kommunikation. Und eine wichtige Energie für dich, die du nur in deiner Situation kennen kannst. Nur du. Es geht hier nicht anders. Ich habe hier eine starke Energie bei dir. Und das, du siehst ja, ich kann hier über meinen Ehemann oder Ehefrau reden. Zum Beispiel. Meine eigene Mutter oder Vater. Und hier gibt es eine wichtige Kommunikation. Ich spüre sogar eine Versöhnung, eine Person, die sich versöhnen möchte, ist hier nämlich auch. Eine Person, die dir helfen möchte, sehe ich hier auch. Ich sehe hier schon eine Person, die dir helfen möchte. Löwe. Aber wie gesagt, also nochmals, jemand ist hier irgendwie verheiratet.
Gibt es diese dritte Person? Ich habe die Königin der Schwerter und die Herrscherin. Also man merkt hier schon, du siehst zwei Frauen. Du merkst ja diese dritte Person. Also zum Beispiel, der Mann von dieser Person hat mit mir ein Verhältnis. Vielleicht, die sind ja in einer Scheidung. Die sind gerade in einer Scheidung und der Mann hat mit mir irgendwie etwas. Aber diese Person stellt sich total auf die Defensive. Diese Person ist hier eifersüchtig und so weiter und so fort. Löwe, ich weiß auch nicht, wie du das hier damit. Ich spüre hier nochmal sogar Eigentum, sehr viel das Gefühl von Eigentum hier bei dir. Wenn das kein Eigentum ist, eine Person möchte mit dir einen Kompromiss. Eine Person möchte mit dir einen ernsten Kompromiss. Die Legung kann sich ja auch spiegeln für die Crosswatchers, dass ein Sternzeichen Löwe mit dir einen Kompromiss möchte, einen ernsten Kompromiss möchte. Ich sehe hier eine Verlobung. Das ist für mich ein Ring. Und die Familie. Die Familie vergrößert sich. Es gibt hier eine Hochzeit, eine Verlobung. Es gibt hier den Kauf von einem Haus. Habe ich dir ja ganz am Anfang gesagt. Löwe. Was ist das bitte schön für dich? Das kannst nur du wissen. Weil ich habe hier, habe ich dir ja gesagt, sehr extrem wichtige Karten. Schau mal bitte jetzt hier. Schau mal bitte hier. Das Thema Zukunft und Ergebnis. Löwe, ich denke, entweder heiratest du oder du hast eine neue Person kennengelernt, wo du dir eine Familie, mit dieser Person eine Familie vorstellen kannst. Für dich, diese Person, die ich hier habe, ist dein Leben. Was heißt das? Also, du könntest dir nichts Besseres vorstellen. Also, du fühlst dich schon ziemlich dankbar für diese Person. Du fühlst dich dankbar. Wie gesagt, du fühlst dich dankbar für die Person, aber diese Person nämlich auch. Also, ich habe hier mit Zwillingsflamme zu tun. Zwei Menschen, die sich sehen, kennenlernen, sich gegenseitig lieben, gegenseitig eine Familie haben möchten, zusammen ja, leben möchten, heiraten wollen. Löwe, ich sehe hier einen Heirat. Also diese Person möchte dich heiraten. Habe ich hier natürlich gleichzeitig eine komplizierte Sache? Ja, weil ich natürlich auch eine dritte Person sehe. Aber ich meine, das können wir ja nicht ändern, oder? Wenn Menschen denken, dass wir Eigentum sind und dass mir Menschen gehören, also mir gehört ja niemand. Wir sind ja alle frei, ne? Und jeder von uns mit unserem freien Willen entscheidet, was jeder für sich möchte. Und das ist so. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist eine Tatsache. Ich entscheide für mich, was ich für mich will. Egal, wer was dagegen hat. Es tut mir schon leid, aber so sieht es nämlich aus. Ich spüre hier eine ermächtigte Energie. Eine starke Energie. Das ist Liebe hier. Das ist Liebe, das ist Mitgefühl, das ist Kompromiss, einen ernsten Kompromiss. Das ist hier eine starke Energie. Ich weiß nicht, Löwe, ich weiß auch nicht. Also, ich bin sprachlos, weil klar könnte ich hier vieles sehen. Ich kenne deine Situation nicht. Das kann zum Beispiel deine Mutter sein, deine eigene Mutter, die sich mit dir wieder versöhnen möchte. So ungefähr, mein Schatz, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich möchte es wieder mit dir gut haben. Das kann für dich nochmals diese neue Person. Ich denke, wir reden über eine Person, die du noch keine Langzeitbeziehung hattest. Aber jemand hier ist doch verheiratet gewesen und ist gerade noch in einer Scheidung.
Man möchte was Neues anfangen und man möchte einen ernsten Kompromiss haben. Ja, also ich bringe meine Kinder, du bringst deine Kinder und wir haben hier eine große Familie. Löwe, was ist das hier für dich? Schau mal, man kommt von einer Komfortzone raus. Löwe, halte dich fest, weil die Energie ist eine starke Energie. Und das kannst du mir glauben. Das kannst du mir glauben. Das Gefühl ist, ich möchte mit dir alles. Also so wie ich dir sage, ich möchte mit dir alles. Ich möchte mit dir alles. Ich möchte alles mit dir. Warum? Weil du die Person meines Lebens bist. Weil du einfach die Person meines Lebens bist. Und deswegen möchte ich mit dir alles. Also mehr als dich könnte ich mir gar nicht vorstellen. Du bist genau die Person, die ich mir wünsche. Ich brauche nichts mehr zu suchen, nicht mehr irgendwie. Du bist die Person meines Lebens. Ich bin in dir verliebt und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich möchte, wenn es möglich ist, mit dir Kinder haben. Ich würde mit dir gerne Kinder haben, Kinder bekommen. Ich möchte mit dir, ich bin verrückt nach dir. Löwe, 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 starke Energie, Nummer 1 auf den Würfeln und Sternzeichen Waage, habe ich dir ja gesagt. Stier und Waage hier sehr stark bei dir, Sternzeichen Stier überhaupt, aber wie gesagt, Waage nämlich auch, ja, sehr sogar. Zwilling in der Mitte, habe ich dir ja gesagt, ja, Zwilling Jungfrau, Schütze Skorpion, Wassermann Fische, Steinbock überhaupt. Löwe, ich bin intensiv in deine Legung, weil ich empfinde deine Energie intensiv. Und weißt du warum, Löwe? Du hast mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Du hast tatsächlich mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Deswegen ist diese Energie so intensiv bei dir. Und die Sache ist, egal wer sich dagegen stellen möchte, egal, diese Situation kann man nicht zurück, also das, wir reden hier über den Schicksal, das ist Schicksal pur hier. Ja, jemand wird hier radikal hier eine Entscheidung treffen, egal wer sich dagegen stellen möchte. Ich sehe hier eine klare Befreiung in deiner Energie und ich weiß nicht, was das hier ist. Für dich keine Ahnung. Ich sage dir nur, was ich sehe. Ich kenne deine Situation nicht, aber die Energie ist ermächtigt. Bei wem habe ich das gesagt? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Bei einem Sternzeichen habe ich genau das gleiche gesagt wie bei dir. Das ist eine, ich spüre hier sehr viel auch Reichhaltigkeit bei dir, Löwe. Und ich rede nicht nur über Geld, ich rede über Gefühle, ich rede über die Liebe auch. Ich meine, ich weiß auch nicht, ich könnte es dir anders sagen, aber deutlicher nicht. Eine starke Energie. Eine starke Energie. Eine Person möchte dir helfen. Eine Person möchte für dich da sein. Diese Person möchte dir alles geben. Löwe, was mir die Energie auch sagt, ist, dass du natürlich Geduld haben sollst, ja? Sei geduldig, denn ich spüre hier schon dieses Gefühl von Geduld, ja?
Weil wir sehr viele große Arkane haben. Wenn wir so viele große Arkane haben, reden wir auch nicht über eine Routine. Wir reden über eine wichtige Situation, die vielleicht Zeit braucht. Aber diese Energie ist stark, tatsächlich. Ja, eine Person möchte dir helfen. Und wenn das auch deine Mutter ist, zum Beispiel. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, ich bin wieder gut mit meiner Mutter. Ja, ich bin glücklich, ich bin tatsächlich glücklich und diese Person möchte dir helfen. Zum Beispiel. Aber irgendwie spüre ich hier eine neue Sache. Löwe, ich weiß nicht, ich spüre hier eine neue Sache. Denn wir reden hier ja über einen Ast der Stäbe, ja? Ast der Stäbe. Und die Herrscherin. Das ist eine neue Situation hier. Wie gesagt, ein Beispiel ist zum Beispiel, was ich dir gesagt habe, dass du auch was Neues anfangen möchtest und vielleicht die Familie, jemand in der Familie sich dagegen stellt. Kann nämlich auch möglich sein. Löwe, ich sehe natürlich auch einen Erbe. Mit diesen 10 der Münzen kann man hier einen Erbe sehen. Eine familiäre Situation, was mit einem Erbe zu tun hat, von einer Großmutter, einem Großvater, ist hier nämlich auch zu sehen. Ja, wir sehen es ja, weil 10 der Münzen, der Hierophant, das ist natürlich eine ältere Person der Familie. Und irgendwie, dass du durch einen Erbe Geld bekommst. Und dass das auch für dich ist, dass du Geld bekommst. Wow, was für eine Energie. Ja? Die Energie ist einfach sehr positiv. Und das ist, was ich dir sagen kann, dass die Energie für dich sehr positiv ist. Ich spüre schon auch für eine Gruppe sogar eine Versöhnung. Ja, und diese Versöhnung habe ich dir ja erklärt. Hat mit der direkten Familie zu tun. Also die Familie ist hier. Und man möchte dir helfen, irgendwie. Man möchte dir Geld geben. Man möchte dir helfen. Löwe, eine starke Energie, wie du merkst, oder? Ich meine, du weißt ja, in welcher Situation du dich befindest und du weißt vielleicht, wie du das hier für dich anpassen kannst. Aber ich spüre schon eine wichtige Situation hier bei dir. Und irgendwie hat das auch mit Geld zu tun, mit Finanzen zu tun, ja? Aber die Energie ist schon für dich gut, ja? Für dich ist die Energie schon gut. Sehr sogar. Also Löwe, ich danke dir für dein Geduld überhaupt, aber ich bin stark am Nachdenken. Also danke schön für deine Likes, danke für deine Abos, danke schön. Und du wirst mir ja sagen, wie sich die Energie für dich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Karten im Januar in diesem Video für die Energie für das Jahr 2024, im Monat Januar, welche Karten für dich rausgekommen sind. Es wäre vielleicht sogar interessant zu vergleichen, ja, was wir hier haben und was da gekommen ist. Weil nochmals, die Energie hier ist wichtig für dich. Ich rede über eine wichtige Sache hier. Ja. Ich rede schon über eine wichtige Situation hier für dich, ja. Und positiv überhaupt. Also Löwe, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.